Tag zusammen, kommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von City Skylines in unserer Stadt Viridis. Wir haben jetzt ja angefangen, unser Stadion etwas auszuschmücken mit Restaurants und Hotels, damit die Fans dort auch übernachten können und vor und nach dem Spiel ein bisschen Party machen können, obwohl bisher unser Verein eher schwach spielt. Also ich glaube, wir haben bisher alle Spiele verloren, außer das erste. Naja, also beobachten wir das mal hier vorne in unserem Stadionbezirk. Ich hatte jetzt gesagt, ich will jetzt in den nächsten Folgen anfangen, endlich den Umweltcampus zu errichten. Das soll hier hinten passieren, auf dieser freien Fläche. Das gucken wir uns gleich mal an. Das ist zwar hier so ein sehr fruchtbares Land, aber ich glaube, das also brauchen wir nicht. Haben wir hier unser landwirtschaftlicher Nutzbetrieb. Und zur Not können wir hier noch was machen, aber ich möchte jetzt hier den Campus bauen. Das passt eigentlich ganz gut. Die Autobahn, was wir noch brauchen, ist die Eisenbahnverbindung. Das gucken wir uns gleich an. Und wir haben hier noch unsere gute Hoffnungshütte. Da passiert nicht so viel, obwohl wir jetzt ja hier nochmal Wohnstätten errichtet haben. Und um so ein bisschen der Spielmechanik gerecht zu werden, weil das Spiel tatsächlich mit dem Verbot des Autoverkehrs nicht wirklich zurechtkommt. Und ja, und auch das bei den Einnahmen alles ein bisschen schwierig ist. Ich jetzt auch nicht darauf ansinne, das Spiel in die Richtung zu entwickeln, dass wir schnell Geld verdienen. Denn dann müssten wir jetzt eigentlich erstmal anfangen, alle Industriezweige auszubauen, die Spezialfabriken bauen. Da ist der Plan, die Spezialfabriken, also Autofabrik und so weiter, dass wir das hier hinten platzieren, Richtung Marxloh. Aber damit wir da so ein bisschen den Druck aus der Spielmechanik nehmen, habe ich jetzt so ein paar Änderungen vor. Und zwar habe ich jetzt einmal eingestellt, man sieht es jetzt hier unten schon, also ich kann jetzt nachträglich nicht aktivieren, dass wir unendlich viel Geld haben. Deswegen habe ich ja diese Auto Money Mod aktiviert, dass wir mal 10 Millionen haben. Also das ist quasi unendlich Geld. Da will ich jetzt auch gar nichts, da will ich mich jetzt gar nicht mehr darum kümmern, dass wir das Geldthema haben, dass wenn man das Spiel wirtschaftlich spielen wollte, müsste man da anders dran gehen. Was ich auch noch machen möchte, wir haben noch ein paar Richtlinien, die jetzt auch passen würden, die ich jetzt einfach aus Geldgründen nicht gemacht habe. Aber ich glaube, das ist eine Sache von jetzt im Jahre 2076, sollte man das eigentlich alles haben. Das kann man sich nicht leisten, von einem regulären Spiel ist das schon sehr, sehr teuer. Aber ich denke, unter realen Bedingungen, vor allem jetzt auch im Hinblick der Energietechnik, die wir ja hier so ein bisschen haben wollen und die wir hier so ein bisschen mit einfließen lassen wollen im Let's Play, gibt es ein paar Richtlinien, die eigentlich jetzt aktiv sein sollten. Das ist einmal sicherlich das Thema Strom sparen. Also ich denke, bis dahin, bis ins Jahr 2076, haben wir entsprechende Effizienzmaßnahmen etabliert. Das brauchen wir auch, sonst schaffen wir unsere Ziele gar nicht hinsichtlich des Klimaschutzes und auch nicht in Bezug auf die ja, Effizienzsteigerung. Denn wenn wir unser Energiesystem umstellen auf Erneuerbare, ist ein wichtiger Parameter, dass wir den Energieverbräuche senken. Das geht spielmechanisch nur, indem wir jetzt hier sagen, wir senken den Stromverbrauch. Also das werden jetzt hier intelligente Stromzähler. Die werden bis dahin auf jeden Fall sein. Da gibt es ja immer wieder Bestrebungen der Bundesregierung, die zur Pflicht zu machen. Bei größeren Verbrauchern ist das ganz normal. Also Industrieunternehmen, selbst Gewerbe brauchen das. Ist auch sinnvoll, denn über die Messung des Stromverbrauchs im 15-Minuten-Takt kann man sehr genau über die Stromlast dann Einsparpotenziale identifizieren. Aber kostet 5 Cent pro Gebäude unter normalen Bedingungen nicht machbar. Wir haben unendlich viel Geld. Beim Wasserverbrauch ähnlich. Auch da, jetzt vor allem in der aktuellen Diskussion, natürlich entsprechende Maßnahmen. Auch das werden wir einführen, dass wir den Wasserverbrauch senken. Dritter Punkt, Rauchmelder. Auch die sind ja schon längst Pflicht in Mietwohnungen. Also das sollten wir auch auf jeden Fall machen, dass wir überall Rauchmelder oder Rauchwarnmelder haben. Also Rauchmelder melden ja selber direkt. Die Rauchwarnmelder, die piepsen dann ja nur. Was haben wir noch? Also das ganze Thema Parks und Erholung sollten wir auf jeden Fall machen.
Rauchverbot, ja, also finde ich jetzt persönlich eigentlich ganz gut. Aktivieren wir auch mal. Dann der Punkt kostenloser Nahverkehr. Also auch das ist eine Sache, das habe ich jetzt bisher nicht aktiviert gehabt. Man sieht jetzt schon, wir sind bei 140.000 Euro minus pro Woche. Deswegen endlich Geld. Es steigt weiter oder ja, die Verluste wachsen weiter an. Aber das Spiel, wie gesagt, schafft es nicht durch durch unser Mod hier oben mit dem Traffic Manager, den Verkehr vernünftig zu interpretieren, dass alle Leute umsteigen auf den Nahverkehr. Wir können mal ganz kurz gucken, wo wir jetzt gerade stehen. Wir sind bei 8.300 Einwohnern, die mit dem Nahverkehr fahren. Das ist gerade mal ein Zehntel der Bevölkerung. Das ist natürlich viel zu wenig. Und Touristen nochmal 2.600. Ich werde hier auch die Spielmechanik ein bisschen austricksen, sagen kostenloser Nahverkehr überall. Dann, was haben wir noch? Das Thema Zusatzisolierung. Auch das ist, denke ich, jetzt nach 76 Spieljahren klar, dass wir hier entsprechende Wärmedämmung haben. Auch das ist ein wichtiger Pfad bei der Energiewende im Gebäudesektor, dass wir die Wärmeverluste reduzieren. Insbesondere ein Problem beim Bestand. Bei Neugebauten ist es eigentlich jetzt schon Pflicht, dass man entsprechend niedrige Energieverbräuche hat. Das werden wir auch einführen, also dass wir die Wände, Dächer sanieren. Das aktivieren wir auch. Wie gesagt, das lässt sich auch im Spiel nicht darstellen. Wir sehen schon, wir sind jetzt bei minus 200.000. Das geht schon ganz schön ins Geld. So, kein Strom fürs Heizen oder nur Strom fürs Heizen. Das will ich jetzt nicht aktivieren. Wir haben ja ein Fernwärmenetz. Das brauchen wir eigentlich nicht. Parkpflege können wir auch nochmal aktivieren, jetzt wo wir das Geld haben. Das kostenlose WLAN aktivieren wir ebenfalls. Ansonsten der Rest. Buchmesse, Angelschein. Ich glaube, das ist irrelevant. Bei der Besteuerung ist, glaube ich, nichts, was wir brauchen. Bei der Stadtplanung. Verwandelt Wohnhäuser in viel angesagtere Smart Homes. Also auch das erwarte ich eigentlich im Jahre 2076, dass überall Technik installiert ist in den Häusern. LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren, dass die Heizkörper mit intelligenten Thermostaten ausgestattet sind. Das heißt, wenn man die Fenster öffnet, dass dann der Thermostat runterregelt automatisch. Dass man bei der Heizung Heizprofile hinterlegen kann, wenn jemand im Haus ist, dass dann das Haus, die Wohnung nicht geheizt wird. Ich denke, auch das ist Standard im Jahre 2076. Was haben wir noch? Blitzableiter, ja, die können wir nochmal aktivieren, das ist, denke ich, auch klar. Ich glaube, der Rest ist, also nachhaltiger Fischfang haben wir zwar noch nicht, können wir aber jetzt schon mal aktivieren, dass wir das natürlich haben werden. Auch da werden wir dann irgendwann mal in die Richtung gehen. Jetzt nicht Fischfang, aber wir brauchen den Fischfang, um dann am Ende diese Algenplantagen zu bauen. Ja, ich glaube, der Rest ist ganz sinnvoll. Also die Nichtbeachtung von Sicherheitsregeln, das will ich nicht. Kleinunternehmen, Großunternehmen, das sollen die selber regeln. So, also damit haben wir das schon mal gemacht. Das führt dazu, dass wir jetzt also unendlich Geld verlieren. Von daher also diese Anzeige hier komplett ignorieren. Wir spielen ohne Geld. Das zweite, was ich jetzt auch noch aktiviert habe, war doch, dass das Spiel nicht so richtig schafft. Jetzt hier mit der Industrie, dass wir hier vorankommen. Wir sind jetzt hier bei 102 Arbeitern. Und damit wir jetzt auch den Umweltcampus hier vorne, also die Universität, bauen können, habe ich aktiviert, dass alle Gebäude freigeschaltet sind. Wir sehen das jetzt hier beim Campusgelände Universität. Hier sind jetzt schon sofort alle Gebäude aus allen Entwicklungsstadien freigeschaltet. Also hinten auch die wissenschaftliche Fakultät, die medizinische Fakultät, die juristische Fakultät.
damit wir hier einfach direkt bauen können. Ich würde jetzt hier nicht warten, bis sich diese Universität bis zur Stufe 5 entwickelt hat, um alle Gebäude zu haben. Heißt natürlich auch, dass wir jetzt bei der Industrie alle Gebäude haben. Nämlich, wie man jetzt hier sieht, bei der Erzindustrie haben wir jetzt auch hier die höheren Gebäude, also die Glasfabrik. Ich habe hier die Drehofenfabrik und ich habe auch das Stahlwerk irgendwo. Wo ist es? Hier gibt es auch noch das Stahlwerk. Also, das will ich jetzt dann hier installieren bei unserer gute Hoffnungshütte. Und damit legen wir jetzt auch los. Also wir haben uns vorhin die Zahlen gemerkt. Gucken wir mal jetzt hier. 8300, 2600. Also Nahverkehrskosten. Wir gucken mal, was passiert. Das wird jetzt wird noch ein bisschen dauern, bis das anläuft. Gut, also dann fangen wir mal an mit unserer Erzindustrie, mit der guten Hoffnungshütte. Ich möchte nämlich hier diese Sand, jetzt können wir es ja machen, diese Sandspeicher ersetzen. So, hier füllen ist auch Quatsch, die will ich jetzt mal leeren. Wobei, vielleicht können wir hier erstmal sagen, das Ding leeren. Ausgewogen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier Platz haben. Also hier oben ist noch die Werksfeuerwehr. Und ich möchte jetzt hier oben das Stahlwerk installieren. So, ist das jetzt hier dabei? Abbauen wollen wir das Erz nicht. Also wir wollen auf jeden Fall hier die Drehofenfabrik. Da möchte ich hier diese Objekte ersetzen. Unsere Erzschleifmühle, die machen ja Metalle. Aber ich möchte hier Drehofen macht auch Metall. Gut, also das heißt, euch reißen wir ab. So, und dann werden wir hier das Stahlwerk setzen. Was ist eine Spezialfabrik? Da, Industriestahlfabrik, genau. Die macht nämlich dann die Spezialgüter. Das Objekt setzen wir vor. Das ist riesig. Die Zufahrt ist da vorne. Ich kann das nicht noch hier weiter hochsetzen. Wir setzen die Feuerwache mal auf die gegenüberliegende Seite. Denn dann können wir halt falsch das Stahlwerk vielleicht hier an den Rand setzen. Aha, Studienjahr, 316 neue Studierende, sehr gut. Also hier kommt das Stahlwerk hin. Da können wir auch sagen, da brauchen wir das noch im Jahre 2076? Ich denke schon. Und als Kind des Ruhrgebiets brauchen wir das auf jeden Fall. So, das kann weg. Dann möchte ich, weil es einfach ein bisschen schöner aussieht, hier diese Erzlager. Da müssen wir jetzt hier nochmal die Straße neu ziehen. Die ist nämlich etwas schräg. Hier unsere Industriestraße hier vorne. So. Und dann können wir hier zwei Lager hinsetzen. Wir setzen hier das auf leeren, dann können mich hier auch diese Lager entsprechend leeren. Diese Sandspeicher, das ist ja Quatsch. Wir machen hier dann unser Erzlager. Da müssen wir noch Wasser hinbringen, das haben wir noch nicht. Und unser Stahlwerk braucht natürlich auch eine adäquate Versorgung. So, was brauchen wir jetzt hier? Also hier müssen jetzt Metalle, müssen jetzt hier geliefert werden. Die Metalle sind hier. Vielleicht kann ich die... das passt so gerade nicht. Kann ich dich nochmal um eine Zelle verschieben? Ja, kann ich das? Nehmen wir mal als Möglichkeit, damit ich mich jetzt hier diese Metalllager, die will ich mich vorne hinsetzen. Weil wir die jetzt ja nicht exportieren wollen, sondern wir wollen das jetzt ja
verarbeiten in dem Stahlwerk. Wir brauchen dann hier, um Metalle zu erzeugen, hatte ich gesagt, will ich hier so eine Drehofenfabrik haben. Die sieht einfach ein bisschen schicker aus. Auch da die Frage. Können wir hier gucken, ob ich dann Nummer 2 kriege, da sowieso nicht hin, aber ich will sie dann vielleicht nicht an diese Hauptverbindungsstraße setzen. Das passt auch nicht. Unterbrechen mal kurz das Spiel. 2 kriege ich da gar nicht hin, aber ein. So, hier setze ich euch hin. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen rumkommen. Moment, das brauchen wir nicht. So, ich möchte hier diese Höhe hier haben. Vielleicht ein bisschen über diesen hier besser, den Pinsel. So. Das schütten wir hier noch mal so ein bisschen auf. Dann haben wir nämlich hier die Möglichkeit, hier vorbeizufahren. Und haben dann hier, können dann hier die Kurve hochziehen. Na. Schließen hier an und schließen hier auch an. Können wir dich vielleicht hier neben setzen? Ja, prima. So, hier verarbeiten wir Erz zu Metall. Dann ziehen wir hier nochmal eine Verbindung einmal quer hoch, dass die Verbindung dann zu den Metalllagern direkt erfolgen kann mit den LKWs. Ich glaube, die Stromleitung, ja so, da fehlt der Strom. Stopp, stopp, stopp. Hier fehlt jetzt, also der Strom springt nicht über, das kriegen wir so hin, dass wir dann, ja, alles klar. So, hier wird jetzt das schon positioniert. Jetzt müssen wir noch gucken. Wir brauchen hier natürlich ein Lager für die Stahlprodukte. Da brauchen wir nochmal eine Lagerfläche. Gucken wir hier bei den Lagerhäusern. Großes Lagerhaus. Oder so ein großes. Oder nehmen wir hier so ein mittleres Lagerhaus, was dann hier die kommerziellen Güter, das ist ja dann die. Das, was aus dem Stahlwerk kommt, das wird dann hier rüber transportiert. Ja, prima. Das klappt schon ganz gut. Das Lager ist leer. Dann reißen wir das ab und wir setzen hier nochmal so ein Erzlager. Wir können hier gucken, hier lagert auch Erz. Ne? Rohminerallager. Kapazität 600.000, Kapazität 400.000. So, du bist auch leer. Dann setzt du nochmal 2 von denen dahin. Das ist ein bisschen andere Optik. So, Strom springt wieder über. Alles wunderbar. So, Stahlwerk hat jetzt gleich auch wieder Strom. Prima, wir produzieren Stahlprodukte, wir lagern das hier ein, können das dann über den Güterbahnhof weiterentwickeln. Das letzte, was ich noch kurz gucken möchte, aber das will ich jetzt noch nicht bauen, ist jetzt die, hier haben wir noch eine Glasfabrik. Wollen wir die denn? Glas, oder kommt, das ist ja jetzt auch noch, die könnte hier rein oder setzen wir die lieber hier drüben hin? Die braucht Erz und macht dann Glas da draus.
Ja, vielleicht können wir die Glasproduktion hier drüben platzieren auf der Seite. Zwei Stück. Brauchen da natürlich auch nochmal ein Lager. Und lagern über hier. Vielleicht können wir das auch so machen, dass wir das hinschieben und dann das Lager dazwischen setzen. Wunderbar. So, hier kommt Glas rein. Das können wir natürlich nochmal mit demnächst dann weiter verarbeiten. Da wäre es noch ganz gut, wenn wir hier vorne auch nochmal ein Metalllager hier vorne hätten für unsere Glasfabriken. Das setzen wir mal. Tja, ist das hier nett, ist besser hier diese Straße oder wir ziehen hier. Das ist auch alles ein bisschen gefrottelt. Ne? Das sieht zwar alles hübsch aus, ist aber kappes. Wir brauchen hier gerade Linien. Also wenn wir jetzt hier hinter lang gehen. Strom, der springt noch nicht über. Das macht er aber jetzt gleich. Pardon. Wenn wir jetzt hier die Verbindung ziehen. So, dann können wir euch auch umdrehen. Die Zufahrt auf der anderen Seite. Dann können nämlich ein Lager für die Metalle schon mal hier drüben platzieren. Das halte ich auch für sinnvoll. So, und jetzt springt hier alles über. Das kann weg. Prima. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das kann sich jetzt entwickeln. Wie gesagt, da nehmen wir jetzt mal uns die Freiheit. Ignorieren das Geld. Frage ist, ob wir hier genug Metall produzieren aus dieser Drehofenfabrik, wenn ich brauche noch mehr von diesen Erzschleif. Mühlen. Aber ja, die Lager können sich jetzt hier füllen mit Erz. Hier haben wir genug Erz, das wird funktionieren. Stahlprodukte, Glas. Das wird jetzt laufen. 99 Arbeiter, naja. Also da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt, nicht, dass wir vielleicht hier nochmal weitere Häuser setzen müssen, aber die Freiheit nehmen wir uns. So, es hat wirklich was gebracht, diesen Güterbahnhof hier zu deaktivieren. Wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen Verkehr. Das liegt aber daran, dass die Verkehrsführung hier etwas ungünstig ist. Da würde ich hier vielleicht nochmal eine Verbindung ziehen. Und hier auch die Einbahnstraße entfernen. Das brauchen wir an der Stelle nämlich auch nicht. Wir können hier diese Einbahnstraßen sowieso vielleicht nochmal irgendwann überarbeiten. Müssen wir nochmal gucken, auch hier diese Verbindung geradeaus durch kann wahrscheinlich auch nicht schaden. So, wir haben wieder hohen Bedarf an Bevölkerung, dem wollen wir jetzt auch nochmal gerecht werden. Das kann laufen. So, also dann haben wir jetzt hier unseren neuen Stadtteil. Den müssen wir noch, glaube ich, deklarieren, was die Wohngebiete angeht. Das haben wir noch nicht gemacht. Das ziehen wir mal hier rum, ruhig bis hier vorne.
So, da noch wieder städtische Einrichtungen installieren, damit das alles funktioniert. Dem geben wir dann bei Gelegenheit auch nochmal einen Namen. Wir sagen hier natürlich wieder diese selbstversorgenden Gebäude und lokale Produkte. Und dann brauchen wir hier wieder alles Mögliche. Also wir brauchen hier eine Arztpraxis. Wir brauchen eine Feuerwache. Wir brauchen eine Polizeistation. Wir brauchen bei der Gesundheit, das kann ich mal setzen, ein Altersheim. Wir haben noch den Bedarf für das Krematorium, das Spielchen kennen wir ja schon. Wir brauchen Schulen. Also eine Grundschule und eine Oberschule, ein Gymnasium. So, wir brauchen noch ein Postamt, denke ich mal. Die Müllabfuhr müsste reichen. Und die städtischen Einrichtungen sind hier drüben. Mal gucken, da müssen wir wahrscheinlich noch ran. So, das Postamt setzen wir hier mitten rein. Die Leitung hat man ja schon alle gelegt. Dann setzen wir ein bisschen Gewerbe schon mal. Das können wir vielleicht hier vorne platzieren. Vielleicht kann man das Heim auch hier rüber drehen. Ne? Das ist, glaube ich, sinnvoller. Machen wir hier ein paar Geschäfte, Friseur und was man so alles braucht. Hier so einen kleinen Spot. Wir brauchen dann natürlich noch die Fußwege, die dürfen wir nicht vergessen. Da schalten wir die Hilfslinien alle aus, aber dann ziehen wir die nochmal hier quer. Dann setzen wir jetzt hier noch die Parks, auch die dürfen wir nicht vergessen. Also was haben wir hier? Ein Hundepark. Dann großer Spielplatz. Wir haben hier dann nochmal Platz mit Picknicktischen hier drüben. Und dann haben wir doch hier noch diese Sportaktivitäten. Joyballplatz. Noch den Reitstall, den will ich jetzt hier nicht haben. Skaterpark. Und dann haben wir sonst irgendwas Spannendes. Ich glaube, das sollte es erreichen. Dann setzen wir jetzt hier die Wohngebäude. Idealerweise, dass es hier springt. Also wir fangen hier an. Nehmen wir wieder ein bisschen Dichtes mit rein in den kleinen Zellen, damit die Gebäude nicht so hoch werden. Ja, Strom springt, Bedarf ist gedeckt, prima. Dann kann sich das jetzt auch weiterentwickeln. Ja, wir können das ja mal umbenennen, das nennen wir hier dann Schmachtendorf. Und was wir auch noch brauchen, ist der Busverkehr. Erste Buslinie können wir noch einen Hub hinsetzen, aber ich glaube, den Hub brauchen wir jetzt nicht so dringend. Ich finde eine zweite Buslinie, dann hier drüben den Teil verbindet.
Ja, alles klar, das ist in Ordnung so. Gut, dann haben wir Schmachtendorf auch angeschlossen. Der Bedarf an Bevölkerung ist gedeckt. Da brauchen wir jetzt nicht so viele Busse. Wir sehen, obwohl es kostenlos ist, ist die Zahl bisher nicht gestiegen. Also das Spiel kommt da wirklich nicht mit zurecht. Und das ist schon irgendwie komisch. Aber gut, dann setzen wir hier nochmal unsere Buslinien richtig. Die Linie hat hier Bedarf. Oh, hier sind aber viele. Wo ist das denn? Okay. Da haben wir vielleicht nochmal ein Fahrzeug mehr. Mal checken hier. Marxloh, da ist ja eh immer viel los. Aber da haben wir jetzt keinen Hotspot da. Das sieht doch gut aus. Checken wir mal schnell die großen Linien. Auch hier keine Ansammlung, aber viele Linien. Haverberuch 23, ja, das ist alles im Rahmen dessen, was so möglich ist. Gut, das gefällt mir echt ganz gut hier. Den Haverbuch, da könnten wir auch nochmal hier mit dem Pinsel nochmal ein paar Bäume platzieren, finde ich. Ne? Aber mal ein paar Bäume gepflanzt hier. Mitten in Hiesfeld und im Averbuch. Das sieht, glaube ich, eigentlich, ja, eigentlich ganz schick aus hier, ne? Ja, kleine Einfamilienhäuser. Sehr hübsch. Ja, jetzt also zum Abschluss dieser Folge der Planungsblick auf unseren Umweltcampus. Den möchte ich hier hinsetzen. Mal ganz kurz gucken. Also, ich möchte das schon einigermaßen sinnvoll machen. Wir sind jetzt im. Also auch die Nord-Süd-Ost-West-Ausrichtung. Wir haben jetzt hier die Sonne im Rücken, ja, mittags um 12. Das heißt, hinter uns ist Süden. Also jetzt unten an der Karte. So ist die Karte, wie man das von den Karten kennt. Oben Norden, unten Süden, Osten, Westen. Und hier soll der Campus hin. Das heißt, wir setzen jetzt hier schon einmal unsere Campusfläche. Warum sie da? Das werden wir jetzt hier einzeichnen schon mal. Und zwar auch so, wie der Campus geformt ist. Und dann zeige ich jetzt gleich mal ein Bild, wie der Umweltcampus aussieht. Denn ja, wir gucken mal, wie gut wir ihn nachbilden können. Aber das hier soll jetzt erstmal so die Fläche werden. Das kommt ungefähr hin. Das ist so ein bisschen geformt wie so ein Herz. Ne? Das ist eigentlich ganz schön. Also das ist hier der Umweltcampus. Das wird unsere neue Universität, auch wenn wir eine Hochschule für angewandte Wissenschaften sind. So, also, wie sieht der aus? Das ist jetzt mal ein Bild vom Umweltcampus. Wir sehen hier die Hauptgebäude in der Mitte. Das war früher ein Militärhospital der amerikanischen Luftstreitkräfte, errichtet in den 1950er Jahren. Für ja, den Koreakrieg. Wir sitzen in der Nähe oder in Reichweite von Kaiserslautern, also Ramstein, dem großen Luftwaffenstützpunkt oder der US Air Force. Und das ist also das Hospital, das Lazarett entstanden, war nie wirklich im echten Vollbetrieb und ist dann in den 1990er Jahren umgewandelt worden von der Regierung des Landes Rheinland-Pfalz. Aufgekauft worden und dann in eine Hochschule umgewandelt worden. Dieser Teil wurde dann angegliedert an die Hochschule Trier, damals auch die Fachhochschule Trier. Das heißt, der Standort gehört zur Hochschule Trier, sitzt da in Birkenfeld, also eigentlich in Hauptstetten-Weiersbach in der Nähe von Idar-Oberstein, also mitten im Hunsrück. Sehr grün, wie man sieht. Wir haben also hier die Hauptgebäude, ein paar Nebengebäude noch. Hier ist noch so ein bisschen Gewerbe mit drin. Hier der zentrale Neubau, da ist die Bibliothek drin, der große Hörsaal ist hier vorne drin. Wir haben hier vorne noch ein Kommunikationsgebäude, ja, Konferenz-Kongresszentrum würde ich es mal nennen. Hier hinten im Hintergrund haben wir die Wohnheime. Hier rechts noch zu erkennen ist die Mensa, auch das ist hier nochmal Wohnheim. Da war noch ein bisschen Gewerbe mit drin.
Wenn wir ein bisschen Sport, hier vorne ist ein Beachvolleyballplatz. Auf der linken Seite, das kann man jetzt nicht so gut sehen, ist auch nochmal so nochmal Sportgelände. Und rechts von der Karte, das ist ja auf dem Bild drauf, ist nochmal ein Kraftwerk, das Biomasseheizkraftwerk, was den Campus und auch die umliegenden Gewerbeeinheiten mit Strom und vor allem mit Nahwärme versorgt. Das werden wir dann auch nochmal nachbauen. Ja, und das ist der Plan, dass wir diese Gebäudeanordnung hier, dieses sehr rechtwinklige, ja, mit dem Hauptgang und dann diese Abzweigung, gucken, wie gut wir das nachbilden können. Das ist der Plan. Und wir starten damit, dass jetzt schon mal das Campus-Hauptgebäude setzen. Das wird dieses hier werden, denn aber die Verwaltung ist zwar verteilt in den Gebäuden, hauptsächlich sitzt sie in diesem Gebäude, aber also haben wir so ein bisschen die Restriktionen der Spielmechanik. Wir werden das hier, ja, mal gucken, ich setze jetzt erstmal, vielleicht machen wir auch das hier zum Verwaltungsgebäude, auch wenn das eigentlich ein Hörsaal ist. Wir gucken mal, also das machen wir jetzt noch und dann machen wir da aber weiter in der nächsten Folge. So, jetzt sind wir zurück in unserer Stadt Viridis. Also, wir brauchen jetzt das Hauptgebäude. Wo ist der Campus? Hier. Und starten müssen wir mit der Universitätsverwaltung. Das ist das Startgebäude. Das muss eine Straßenanbindung haben. Das heißt, wir brauchen hier erstmal eine Straße. Die will ich jetzt setzen, indem wir hier erstmal nur so eine, ja, das erstmal definieren als Straße. Also wenn wir jetzt das hier als Zentrum mal nehmen, hier die Gebäude hier entlang dieser Achse, der Ost-West-Achse definieren. So, mal gucken, ich glaube, da kommen wir ein bisschen von oben. Moment, wir brauchen hier unsere Hilfslinie, die möchte ich bitte alle anhaben. Zehn Einheiten, setzen das Hauptgebäude hier dran und haben jetzt den Umweltcampus mit einem Stern. Das ist jetzt optisch nicht ganz passend, aber damit haben wir jetzt den Startpunkt gelegt. Das ist quasi dann der Vorplatz. Da werden wir dann noch mal ein bisschen was platzieren. Prima, aber damit haben wir jetzt den Start geschafft für den Umweltcampus. Wir werden da jetzt weitermachen und den jetzt nach und nach bauen und dann schauen wir mal, wie sich dann dieser Universitätsstandort in unserer Stadt Viridis entwickelt wird. Ja, prima. Dann denke ich, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.